Willkommen bei Klammer die 45. Nein, wir sind bei Imperion und mit dabei ist natürlich Koya, Kotkater und Hippo. Servus, Hallo. hallo. Ja, nur weil du zwei, dreimal jetzt hier anmoderieren durftest und ich halt die Taste nicht gefunden habe. Zwei, dreimal? Ja, hallo, das Also, waren dreimal jetzt. Ja, Koya also. findet die Taste nicht. So, so. Ja. Ich habe so lange nicht aufgenommen. Es war jetzt Weihnachten und alles und so lange nicht aufgenommen. Kann man auch mal raus sein. So. Wir waren im Offscreen ein bisschen tätig. Leicht geflucht habe ich. Ganz leicht geflucht habe ich. Hippo flucht jetzt noch, wahrscheinlich so ein bisschen. Ja, ist Kacke. Wir haben aus unserem Sofa ein Gewächshaus gebaut. Naja, das Ding ist halt, vorne ist jetzt ein Tisch dran gekommen, ja, ein Sofatisch, aber wenn wir einen Warpsprung machen, dann müssen wir es leider auch überdachen, sonst flattern uns die Wangen, glaube ich, zu sehr. Weißt du, was dem guten Ding noch fehlt? So, jetzt kommt er um die Ecke, jetzt wo wir die Aufnahmen haben. Was? Ein Sauerstoffcontainer. Wofür denn? Für Sauerstoff, wa? Wir haben doch. Ja, dann Na, bauen wir mal einen sowas. Sauerstoffcontainer da rein. Wie groß sind die? Ich sage jetzt nicht, dass die groß sind. Nein. Ein Block. Das sind ein Block groß. Ja, siehste. Aber dann brauchen wir auch noch einen Ventilator, habe ich irgendwie aus den Kommentaren entnommen. Damit Aha, das ist in der Tat korrekt. So ein Miefquirl, Ja, damit ja. unser Mock da drin Schön durchgemengt durchgequirlt wird. dort. Ja, Genau. Ja, es hat jetzt nicht mehr viel von Sofa, muss sagen. Ist ein bisschen gelitten, aber vielleicht irgendwann können wir vielleicht einfach das ganze Glas wieder runterroppen. Und dann haben wir wieder einen Gleiter für den nächsten Planeten, wo wir sind. Aber jetzt für den Sprung brauchen wir halt mal diesen Glasbaukasten da außen rum. Ich glaube, hier musst du, oder ist das. Weiß nicht, wie genau das Spiel das nimmt hier mit den Rundungen. Ich schätze mal, das sind Löcher, oder? Das ist nicht ganz dicht halt, ne, mein Also, Gott. das Ja. Beste finde ich ja, man muss vorher schön die Tür öffnen, bevor man schießen kann. Ja, das ist ein leichter Konstruktionsfehler, ich gebe es zu. Die Öffnet die Tür und wir öffnen das Da Feuer! muss irgendeiner Kann aufstehen, es die Tür öffnen, damit wir dann ballern können. so Okay. angehen, dass unser Raumschiff, die Kuppel nach hinten hin offen ist? Jetzt, Das wir sind ja ist. noch nicht Ey, fertig. Hippo baut ja noch voller Begeisterung Aber da sind und. halt auch Lücken drin, ne? Aber das heißt ja Mut zur Lücke. Ja. Ja, das ist halt dann für die Frischluftversorgung. Ja, Ja, also im das, All. das mit der Lücke, das ist halt Frischluftversorgung die im All. Frage, ne? Weil eigentlich ist es ja für das Spiel ein Block. Also diese gerundeten Blöcke sind ja eigentlich auch. Kompletter Ja. Block. Also rein Also theoretisch Würfel. müssten wir halt diese abgerundeten Blöcke rausnehmen und dann halt wieder Quadrate reinbauen. Eben, die Frage ist jetzt, ich bin mal gespannt, ob das Spiel am Ende so intelligent ist und sagt, ja, da ist ein Loch, oder ob das Spiel doch, nö, da ist ja ein Block. Nee, das Spiel wird wohl sagen, da ist ein Block. Ja, Ich denke denke ich auch, auch. da ist ein Block, ne? Dann können wir das erstmal so lassen, dann bleibt das Sofa nämlich schön. Das ist wichtiger als Sauerstoff. So. Ja. Naja, klar. Ja. Unbedingt. Auf Sim ist jeden heute Fall. übrigens nicht dabei, die weihnachtet noch ein wenig. Das heißt, wir sind heute natürlich nur die 4 nach 5 sozusagen. Ja, Warum ist denn das hier so. Was? ja, ich finde auch, Sind das die ist echt wirklich nur viel zu. besoffen? Boah, ich such da was aus. Was? Ja, das wird mir hier seitlich angezeigt, obwohl es das gar nicht ist. Naja, komisch. Ja, nee, ich, wie gesagt, also ich habe, keine Ahnung, so eine Dreiviertelstunde habe ich da rumgedoktert und habe den Restentnerv aufgegeben. Hippo hat dann mal dankenswerterweise übernommen, darf jetzt noch so Finishing machen. Das Bauen mit den Glasbausteinen ist echt richtig. Also das ist wirklich Kacke. Ganz Kacke. Große Kacke. Riesenkacke. Weil auch das immer Blöcke sind und nicht nur eine Scheibe. Das heißt, du musst immer denken, als würde da ein Block sitzen. Und je nachdem, ob die Scheibe jetzt. Ach, egal. Je nachdem, wie man sie gedreht hat, ist der Block entweder innen oder außen. Man weiß es aber nicht, weil man ja nicht sieht. Also, der ist dann eben blockiert. Und ach, hör mir, uff. Furchtbar. So, Geh pass mich auf. weg. Jetzt können wir uns nämlich mal abreagieren gehen. Coach hat gesagt, er will eine Basis plätten. Das heißt, wir gehen irgendwo auf Abstand auf den Hügel und schauen, wie Coach unten die Basis zerlegt. Ja. Gut, dass das jetzt passiert. Warum bin ich jetzt schräg? Jetzt ist er schräg. Jetzt passt's. Also, er ist Oh, hier ganz normal. Drohnen! Drohnen! Wir brauchen doch 10 Minuten, bis sie da sind. Droning in the deep. Was? Echt jetzt? Ja, Oder? das war doch jedes Mal so, Aber ich dass sehe die die. doch schon aus so einer großen Entfernung. Was? Reichweite 115 Was? Meter, aber ich kann ranzoomen wie ein ganz großer. Jo. Ja. Coach auch, hast gehört? Also ich kann auf so einen Kilometer ranzoomen, aber. Ja, klar, wenn der ranzoomt, das hakelt immer so ein bisschen. Ja, dann warten wir jetzt noch die Drohnen ab. Oder nö, die Drohnen werden ja weggeballert, oder?
Ja, ach, ja, Moment, nö, also. Um Ecke geht nicht. Da werden die paar Kanonengeschütze locker fertig. Ah, ja. Na ja, komm, dann machen wir uns auf. Also, die Abandoned Mine steht an. Liegen wir mit dem Popsofa dahin? Ja, sicherlich. Mit dem Popsofa? Dann ist es wenigstens gleich im Arsch. Ich hätte jetzt. Nee, wir fliegen mit dem Shuttle dahin, oder? Uff, muss mir gleich. Ja, das hat halt keine Bewaffnung zum Zurückschießen. Ja, das Popsofa auch nicht. Warum? Doch, du musst halt die Türen aufmachen. Bei der Mine brauchen wir es nicht. Achso. Dann bitte einsteigen. Hab ich auch alles bei. Das würde ich übrigens gerne mal testen, ob das geht, rein theoretisch. Was, wenn die Tür auf ist, ob man dann ballern kann? Ja. Kannst wahrscheinlich auch ballern, wenn die Tür zu ist, vermute ich. Denke ich, es ballert. Oh, alle drin? Nicht. Ich schon. Nope. Ja, ich nicht. Oh. Kommen Sie. Ich nehme noch einen Schneck. Was? Pack den ein. Hier, Ihr Bus ist gleich weg. Ja, wenn sie sich nicht beeilen und denkt dran, vorher noch eine Fahrkarte zu ziehen. Nix, Fahrkarten gibt's nicht. Oh, warte mal, das macht aber Sinn, das gute, teure Zeug hier zu lassen, ne? Ja, schon, irgendwie. Was? Ich ja, hab alles dabei. Ich hab das Pentaxid in der Tasche. Ach, ja, das wäre doof. Das, ja, wär doof. Wenn wir das so verlieren da hinten, das ist nicht so, ne? Okay, ja, jetzt dann ist egal. Muss also, ich der Hippo noch fertig schminken vielleicht, ja? Hier los, wir fliegen. Koja, natürlich. Ach, du großer Gott. Mhm, schneide ich an. Ja, wenn's, ich sitze. Wenn es fliegt wie ein einfach voll scheiße in der Hardline-Kurve, dann sitzt Koja am Steuer. Mein Spruch. Ja. Ja, Tagumia. Oh, ist das schnell. Ja, jetzt bitte aussteigen und schieben. Da, 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 da. Also ich könnte ja den alten Heinz Z1 Gag bringen, ob man wohl auch während dem Fliegen Bären sammeln kann. Ah, ja. Und schwupp standen standen drei Idioten da und das Auto fuhr weiter. Ich kann mal gucken, ob man während des Flugs die Schubdüsen ausmachen kann als Passagier. Als Passagier? Ja, geht. Sollte gehen. Ja, geht. Das ist so erschöpfend mit euch. Besuch macht klug. Licht aus, Licht an. Sind wir schon da? Es ist auch gut, dass wir hier so eine Nacht- und Nebelaktion machen und unser Raumschiff leuchtet wie. Ja, wie ein Weihnachtsbaum, ne? Könnte kann auch sehr gut fliegen hier gerade. Super. Ja, ihr könnt jetzt dann aussteigen. Ach, okay. Ich glaube, es ist ja nicht. Geht nicht, das Schiff steht nicht. Jetzt Gott sei Dank lag das beim Sofa auch daran, dass der Pfeil nach rechts gezeigt hat. Steht das Schiff auf der Seite und ist in einem Baum. Ah, wieso krieg ich jetzt Schaden? Ja, weil ich hier hänge wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie ich wieder hochkomme. Ich will hier raus, Hilfe, Hilfe! Ich will da auch raus. Jetzt gleit mich über den Boden. Du bist dafür stark. Das dreht sich nicht mehr. Onkel, du liegst auf der Seite. Ja, du fährst denn? Gegen einen Baum. Fahr doch mal rückwärts. Ich drück mal E. Jetzt, das war falsch. Jetzt drück mal C. Jetzt tut nichts. Jetzt bei C geht's wieder. Ja, lang ist okay. Jetzt, aber auf der Seite. Halt mal O gedrückt. Nochmal E. Ja, das war zu weit. E, jetzt Q. Eben, und das passiert eben. Wenn ich jetzt Q drücke, passiert nichts. Bist mal ausgestiegen, ist ein Ding. Das ja nicht. Jetzt Q, ja, fantastisch. Und ach, stopp, ja. So, sofort stehen bleiben. Ja, Sekunde, ich versuch. Drück Y. Ja, so ist gut. Ohne Scheiß, wenn du da auf der Seite liegst, dann. Ja, ich häng drin im Raumschiff, gratuliere. Ja, ach, Spiel. Danke. Mach doch nicht so einen Scheiß. So, wollen wir hier rein, in die Abandoned Mine? Ja, genau. Deshalb bin ich ja direkt davor gelandet, ja. Ja, ich hatte eigentlich erwartet, dass die ein paar Geschütze drauf hat, aber hat sie schon. Nein, die Mine. Die haben sich gerade kaputt gelacht. Die haben aber. Dafür haben die andere Nettigkeiten hier an Bord. Hier schreit mich jemand an. Ja, dann schreit zurück. Ja. Wo seid denn ihr so? Von oben. Wie oben? Ihr seid schon drauf, oder was? Ja. Ich muss mal was sagen. Sieht ganz schön was aus.
Das war mal eine haltbare Scheibe. Oh ja, hier ist so ein Kumpel. Ja, nicht auf den Konstruktor. Ah, Kumpel. Hier, da, das sind so Schalter. Krieg die Tür nicht auf. Da mal, ach, du kriegst die Tür nicht auf. Bitte einmal zurücktreten. Was hast du denn jetzt? Jetzt kommt Spaß mit dem Raketenwerfer. Wo hast du denn Raketenwerfer her? Wo habt ihr diesen Scheiß her? Wir sie wo gebaut haben. Low. Das nennt sich Türöffner 2.0. Ich hätte ja eigentlich lieber eine Schrot hierbei. Ich hab, weißt du, ich krieg die Sniper. Wo? Gewehr? Geschütz? Wo? Geschütze? Da oben, Selbstschussanlagen. Wo? Oh, ja, die schießen auch. Die schießen mega. Also, boah, ich schieße mal einer drauf. Bin völlig durchlöchert worden. Nee, weil wir noch nicht in den Winkel gelaufen sind. Ich lauf nie in Winkeln. Ich wollte auch gerade sagen. Ach, Leute, das ist so anstrengend mit euch. Was dann? Ja, und gute Nacht, mein Freund. Können wir so ein bisschen zusammenbleiben, dass man irgendwie grob weiß, wo wer ist? Ja, die Kisten draußen plündern, das wird auch Sinn machen übrigens. Ja, wir gehen jetzt raus, die Kisten plündern. Das ist super. Ist auch cool, ja, du bist doch du. Ja, ich bin auch einfach rausgegangen, weil ich da schon Schüsse gehört habe. Da dachte ich mir, ich gehe jetzt raus. Frachtbox 1 ist leer. Frachtbox. Oh. Da war ein Sack Zement drin. Ist ja toll. Das ist doch immerhin. So. Ach, da liegt der Onkel ja schon. Geier rennt wieder hier draußen rum. Also ich habe Alien-Teile und einen Sack Zement. Na, immerhin. Der hat sich gelohnt. Ist das jetzt alles? Ah, nein, dann kommen noch mehr. Nee, okay, das ist ja, das Ding war ja nicht alle. Frag mal, was Xa hat. 83 Geräte, 4 Raketenwerfer. Nein, ich habe eine Fusionszelle, ein bisschen Kobalterz, ein paar Zementsäcke. Also das, was ich habe, das lade ich jetzt auch schon mal eben im. Tausche Fusionszelle gegen Sack Zement. Schlechter Tausch, da mach ich nicht. Also ich hab so ein paar Booster. Mobilitätsbooster, Mehrfachbooster, ja. Raketenrucksackbooster. Ja, das packe ich schon mal in die Transportkiste. Das ist was ich in den Raumanzug irgendwie mit einbauen könnte, oder wie? Genau. 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 Okay, und auf die Transportkiste greift man mit P auch zu, oder? Ja, mit P, dann ist es am einfachsten, dann kannst du direkt da. Unter Geräte und dann kannst du die Frachtboxen anwählen. Ah, ach, da sind sie ja. Also wenn da so kleine Dinger auf dem Boden liegen, ne, die immer kaputt schießen, weil das sind dann die, die Porter, da porten die sich dann mit her. Aha. Was der Name Papa Porter schon Porters. So. Sollen wir mal gucken, ob wir den Kern finden? Der wird wahrscheinlich irgendwo ganz unten. Ja. Ja. Wo muss sein? Der Kern ist, glaube ich, noch ein bisschen versteckt. Ich komm mal. Wir treffen uns. Unten. Wo ist unten? Ich höre irgendwas schreien. Hippo? Ja? Komm mal mit. Wir müssen sowieso unten rein. Komm mal. Das Koja hat da Freunde. Siehst du, Koja, deswegen habe ich gesagt, Aua, wer schießt denn da auf mich? Das war der Hippo. Das war gelogen. So. Wie, ja, was hast du gesagt? Deswegen hast du gesagt wegen Spawner oder was? Ich habe aber immer noch keinen gesehen. Deswegen habe ich gesagt, viel Munition mitnehmen, weil... Man holzt Vorsicht. Da einiges rein. Wenn das für ein Scheiß wie... Lass mal stillhalten. Was ist das? Oh, ich bin tot. Warum? Oh, ich hab auch Parasitstufe 1. Ja. Dafür hast du so eine Spritze dabei? Ja, sicherlich nicht. Was sind diese Häppcheninformationen? Ich habe extra noch gefragt. Müssen wir noch irgendwas mitnehmen? Munition und eine Waffe. Ja, Hippo. Bitte einmal einnehmen. Ja, ich nehme. Was ist hier? Ach, das ist Koyas Rucksack. Den lasse ich nehmen. Ja, genau. Ach, ein Traum.
Der Parasit, der macht mir, also der kostet mich kein Leben, aber der macht meine Stamina weg. Ja, der also, bringt dich aber nach und nach um. Also bei mir war jetzt irgendwas, was mich nachträglich umgebracht hat. Der hat wahrscheinlich mich gebissen. Gift. Ja, der hat mich aber irgendwie gebissen und dann. Oh, ich habe noch Loot gefunden, ich werd verrückt. Aber Xan noch nie da. Ja, das gibt's ja gar nicht. Xan hat uns überhaupt ganz klammheimlich hier ballern lassen einfach, ne? Ja, ja. So. Hast du deine Sachen wieder, Koja? Nein, kann man eigentlich irgendwie alles nehmen aus dem Rucksack? Ja, kannst du. Das ist oben so ein Pfeilchen. Ja, jetzt muss ich unten nochmal die Snell-Leiste muss ich nochmal einsortieren. Oh, guck mal, hier ist ja auch noch Loot drin, ist ja irre. Ist noch fertig. Was ist los? Bist du krank? Nö, ich wollte doch gerne auch noch was lassen. Das glaube ich dir nicht. Ja, das gute Zeug nicht raus, den Kack lasse ich drin liegen. Das klingt mehr nach dir. Ach, die Tür geht ja so auf. Alles klar, cool, geht schon mal vor. Nein, ganz ruhig. Nicht? Nein. Ich dachte, das sieht so nach einem Alien-Nest aus. Dachte ich, das könnte man mal wegbomben. Wegbomben. Weiß aber immer noch nicht, warum ich gestorben bin. Es wird bestimmt Gift gewesen sein. Oh, hier ist ja Strahlung. Warum ist denn hier Strahlung? Ja. Dachte ich mir auch schon so. Xa ist explodiert. Was? Wer fehlt denn jetzt hier? Vicky, ich schieße auf die Selbstschussanlagen hier. Darf ich das nicht? Oh. Selbstschussanlagen? Die haben das mit dem Schießen noch nicht geschnallt. Hier ist gerade jemand runtergefallen. Warum? Oh, Scheiße, jetzt bin ich auch runtergefallen. Daher, hilf dem Kuja. Rettet den Kuja. Hier ist so ein Transporter, Digga. Alter. Feuer tot, ich bin gleich wieder tot. Hei. Au. Parasit, oh, Stufe 1. Ich bin einfach der Typ, nicht viel. Haben wir irgendwo, ich brauche ein Medikit, ich brauche was. Ich sterbe gleich. Eine Spritze habe ich noch, wo bist du denn? Hier, hinter weiß dir. Nicht. Hier, ja. Na, hier hinter, komm, ja, hier. Da liegt sie. Wo, da. Ja. Hier, komm mal hier hin, hinter, direkt hinter dir, in die blaue Box, Ablage 1. Da. Ich hab 28 Leben, 27. Da sind zwei Bandagen drin hier. Ich hab ein Gift. Ja, wieso? Ich hab dir doch jetzt was gegeben. Das hat nichts gemacht. Ach, natürlich, wenn du hier Parasiten bist. Links neben dir, Kiste, Bandage. Oh. Ja, danke. Ja. Für 18 Leben. Ich höre was Spinniges. 36 Leben, 45 Leben, ach, ist das schön. Ihr geht vor. Warum war da ein Loch im Boden überhaupt? Das war das weiß ich auch nicht. Aber schön, wie du da runtergekommen bist. Ich bin dir natürlich sofort hinterher gesprungen. Ja, heroisch. Also auch total selbstlos. Habe ich schon. Ja. Habe ich schon so auch wahrgenommen, Hippo. Das ist gut. Okay. Ja. Oh, ich höre die ganze Zeit so eine Scheißspinne, ich raste aus. Hier sind noch die Booster drin, aber die würde ich jetzt nicht mitnehmen. Ich höre die Spinne auch, aber. Oh, hier, da geschützt hinten. Ist weg. Gut, macht ihr mal, ich habe 138 Leben, ich halte mich mal ein bisschen zurück. Ja, ich kann dir aber noch ein Medip. Ach, ich esse Salami die ganze Zeit, weißt du? Halt die eigentlich nur, wenn man Hunger hat? Moment, kann man testen. Nee. Ja, halt immer. Ah, das ist super. Nee, Moment. Richtig gut halt's aber nicht. Oh, ich habe eine verbesserte Projektilpistole gefunden. Das ist super. Was ist denn das als für ein scheiß Geräusch hier? So eine scheiß Spinne ist hier noch irgendwo. Ja, ich bin schon. Die sind hier überall, die Drecksviecher. Irgendwo über uns kommt das wohl her, ne? Ja, wahrscheinlich. Da willst du hin? Eigentlich nicht.
Also hier wäre da? Ja, hier geht's hoch. Kommen wir nicht hoch, oder? Doch, warte. Mit dem vollen Jetpack müsste es gehen. Ja, mit dem vollen. Ja, aber dann müssen wir wieder hoch. Nee, da kommen wir nicht ganz hoch. Das ist, da kannst du von oben runterklettern. Wir müssen hier hinten lang. Klettern nennst du das? Komm, Mädels. Du kommst da aber hoch? Da kommt man hoch. Ja, da kommt man hoch. Aber da ganz hoch? Ja. 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 Gut, ist klar. Wenn wir jetzt hier sterben, ne, wir finden uns dann nie wieder. Ich sterbe nicht. Ich sterbe nie. Hippo? Gott, wo bist du? Hier bist du. Ja, alles gut. Hippo? Hier, Bist du noch da unten drin oder wo bist du jetzt da? Ich bin die Treppe hoch. Was, du bist wieder runter? Nee, nicht die Treppe hoch. Ich gehe gerade wieder runter, weil da oben ist, da waren wir schon. Das war quasi da, wo wir rein sind. Ja, aber Hippo? Ja? Kommst du die Treppe wieder runter? So? Hm. Bist du denn hier? Kommt ihr jetzt mal beide wieder da raus? Ja, ja. Das ist ja nicht zu fassen, ne? Wir sind die Horde mit Kindern hier, ne? Gruppenkuscheln im letzten Nacht. Oh, hier, Insekt. Ten! Tot. Was ist denn das für ein Scheißbau hier? Das ist ekelhaft. Alienbau. Hier geht's runter. Ja, Vorsicht, hier sind überall immer so Falltüren. Was? Falltüren. Ach, du ahnst es nicht. Ey, was ist das für ein Kack? Hier hinten hinten wäre ein Fahrstuhl. Stopp. Ja, da unten. Xar ist schon unten. Ja, da ist, Ciao. Das Vieh ist tot. Hier Aua. Ist noch ein Transport. Ah. Aua. Hier ist so eine Scheiße. Ja, nee, lad nur in Ruhe nach. Lass dir Zeit, Idiot. Da ist jemand down gegangen. Ich hab's genau gesehen. Achso, es war ein Alien. Jo. Oh, da kommt noch einer. Nicht schon wieder ich. Aua. Irgendjemand ist vergiftet, ich weiß genau. Und Alter! Nein, das ist noch richtig. Hat's einen zerbröselt von uns? Nee. Aua! Nein, du musst feuern! Feuert! Giftbiss, ich hab Giftbiss! Warum hab ich Down. Giftbiss? Hat jemand was gegen den Giftbiss? Hau ab! Giftpiss, du hast. Du hast. So, auch da. Alter, ich hab 18 Leben! Ich hab einen Giftpiss. Hat jemand was gegen den Giftpiss? Ja, oh. So eine Pille. Hast du keine Pillen mehr? Nein! Doch, die muss. Die hat doch jeder von uns. Ich hab keine Pillen mehr. Da liegt aber, ist meine hast letzte du alles Pille. Abgelegt, oder was? Das ist meine hier allerletzte war, Pille, Himmel. Nein, ich weiß nicht, was. Hier. Krieg ich auch noch welche? Ja, dann nehme ich die wieder. Ich hab jetzt nämlich keine mehr. Ich weiß nicht, warum ich keine Pillen mehr hatte. Ihr könnt doch nicht euer Haus ohne Pillen verlassen. Ich habe aber auch über 1000 Schuss mitgenommen, ne? Ich habe jetzt noch 350. Leben. 28 Leben. Ich möchte nicht mehr. Können wir vielleicht heim? Ach das da? Ach doch, ich hatte doch noch eine. Ja, ich hatte noch ein paar Pillen. Ah ja, super. Alter! Ja, aber nur drei. Nenn ihn bald Koja. Alter, ich hab 38 Leben. Ich will mich jetzt nicht irgendwie Mimimi machen, aber können wir vielleicht heim? Ja, komm mal her. Hier, zack, fang. Sammle das auf, sind drei Midi-Picks. Können wir vielleicht heim? Ich bin nach Hause. Das ist wirklich wahr, ich will heim. Wo sind die denn? Jetzt sind die Medikits. Bin hingelegt. Hä? Wo sind die denn hin? Was? Ich hab drei Gesteinsmehl. Reicht auch. Ey, ich hab dir zwei Minipacks gegeben. Muss irgendwo Alter, sein. Hör mal auf, der Cheat, das ist. Oh oh, Vorsicht. Du warte, da ist eine Spinne. Ja, dann hast du doch weg. Ja, ich schieß da drauf. Oh. Lade nach. Oh. Ach, guck jetzt am Abbauen. Ich hab die Spinne abgebaut. Wie sieht so ein scheiß Medikit aus? Reinigtes Wasser. So ein. Ja, wie sieht's aus? Es ist halt ein grüner Rand und ein rotes Kreuz drauf. Nee. Doch.
Ich hab das nicht. So eine Dose. Ich hab dir noch 3 Stück hingeworfen, die hast du raufgenommen. Ach da, Medikit klein, da hab ich jetzt 5 Stück. Das ist eine Dose. Ich hab nach einem Kit, nach so einem Verbandskasten hab ich gesucht. Was sehe ich mir die Scheißdinger aus? Wenn du 5 Stück hast, dann gibst du mir mal 2 ab, bitte. Was? Ich hab 58 Leben, ich kann dir keine 2 abgeben. Oh, Alter. Houston, könnt ihr mal bitte herkommen hier? Houston soll zu dir kommen? Hm? Ja, wir haben hier ein ganz großes... Hier, Hippo, wo ist er jetzt hin? Ja, ich schmeiß hier. Hier ist gleich viel Feind hier vorne. Ja. So. Ach so, nee, viel Feind ist gut. Ich habe auch wieder 133 Leben, Coach. Das ist also easy. Dann nimm doch noch ein Medipack. Ja, nehme ich noch eins, gell? Wir haben ja. Jetzt habe ich 148 Leben. So, fantastisch. Und wer kam auf die scheiß Idee, hier zu plündern wegen was überhaupt? Wir haben ja noch nichts mal mehr, nicht mal mehr was. Wir haben ja nichts. Alter! Bitte, nicht mal! Geh doch mal weg! Bauen. Können wir ganz kurz hier versammeln und sagen Folgenende? Ja. Kann man das? Okay, dann würde ich jetzt auch sagen. 1, Folgenende. Folgenende! Bis zum nächsten Mal. Ciao.